Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben gerade das Unboxing, ich mache euch mal nach unten, vom BenQ Beamer gemacht, beziehungsweise Projektor, Business Projektor steht drauf. Ja, das ist der MH535. Und ich bin schon mega gespannt, wie er optisch aussehen wird, weil BenQ hat mir den zur Verfügung gestellt, um Videos zu machen. Ich habe mir noch nicht gespoilert, wie er aussehen wird, weil BenQ hat optisch, muss ich BenQ wirklich mal loben, rein styletechnisch, designmäßig, absolut richtig gemacht. Guckt euch meine Videos zur Witlampe an. Absolut genial. So, dann haben wir eine Fernbedienung mit bei. Batterien haben wir mit bei. Wir haben ein Stromkabel mit bei. Wir haben einen DVI-Kabel mit bei. Nee, VGA-Kabel mit bei. Und ein Quick-Start-Guide. So, dann würde ich sagen, packen wir den jetzt hier erstmal aus. So. Oh, der ist weiß. Weiß sieht immer sehr edel aus, finde ich. Oh, mit Klavierlack. Leck mich. Wie geil. Das ist er. Ja, ich weiß nicht, ihr seht das jetzt schlecht, weil ich habe hier beschissenes Licht heute. Ich versuche mal, dass ihr das so ein bisschen besser drauf kriegt. So, dass ich euch ein bisschen ranzoome. So. Hier unten bis zur Trennlinie hier, das ist Klavierlack und das ist hier so ein bisschen geriffelt. Und hier haben wir dann die ganzen Bedienelemente. BenQ ist in Silber, ist auch herausgehoben. Ich zeige euch erstmal das hier Geriffelte. Vielleicht, ich glaube nicht, doch, jetzt seht ihr das. Ja. Und das andere, da, seht ihr das? Und das andere ist, nee, jetzt geht es. Das ist beides hier geriffelt. Das sah eben klavierlackmäßig aus. Nein, ist beides geriffelt. So. Da steht BenQ. Hier haben wir dann die Bedienelemente. Die gucken wir uns nachher gleich genau an. Dann haben wir hier unten drei Füße, die wir hier rausschrauben können. Ja. Ich werde mal einen komplett rausschrauben, damit ihr das sehen könnt. Oh, der ist aber lang. Ne, den können wir gar nicht komplett rausschrauben. Aber so weit hoch geht er. Also das ist schon mal beachtlich. So, ich muss den erstmal wieder reinschrauben. So, genauso ist es hier vorne auch. Hier haben wir auch einen. Wartet. So. Ein. Den werde ich aber jetzt nicht komplett rausschrauben, den man halt auch rausschrauben kann. So. Dann kommen wir hinten zu den Anschlüssen. Ihr seht schon, das ist wirklich viel. Sehr, sehr viel. Wir haben hier so ja was zum Locken, also hier ein Diebstahlschutz, kennt ihr ja, diese Dinger, die man da reinmacht und nur mit einem speziellen Schlüssel wieder abkriegt und dann kann man das Drahtseil um den Tisch machen oder was weiß ich, dass man den nicht klaut, finde ich sehr gut. Dann haben wir hier, muss ich erstmal selber gucken, Audio in, Audio out. Hier oben ist Audio in, unten ist Audio out, Klinke. Dann haben wir HDMI 1, HDMI 2, das sind die beiden. Dann haben wir S-Video und Video. Oben ist S-Video, unten ist Video. Viele sagen jetzt, oh, so alte Zeug braucht doch keiner. Das ist kein Beamer, das ist ein Projektor. Und bei ganz vielen Firmen flattern noch die alten Kabel rum und haben halt eingebaute Grafikkarten, die im PC, im Laptop drin sind. Und da sind die Anschlüsse Standard eigentlich. So, dann haben wir PC 1, PC 2, also DVI. Nee, DVI nicht, VGA, Mensch.
Und hier haben wir noch R-232 und Monitor Out. Und oben haben wir USB Mini B. Also die sind für Monitore und hier haben wir so ein Out. Also können wir hier wahrscheinlich auch einen Monitor noch anschließen, der nicht über USB betrieben wird, sondern über den. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, wo, einen Bildschirm oder so, wo ich den anschließen kann. Also ob der Out denn so funktioniert, das kann ich euch nicht sagen. Das kann ich nicht testen. Ich habe keinen so einen alten Monitor, dass das passt. Und hier unten haben wir den Strom. Und hier oben ist der USB. So, dann haben wir den. Den brauche ich auch gar nicht auspacken, weil ich habe da nichts. Ich kann den leider nicht testen, den Ausgang. Also das geht nicht. Ich habe kein Gerät, wo VGA ranpasst. So, dann haben wir den Stromstecker. Tigger ist auch schon ganz interessiert an dem BenQ-Karton. So, dann machen wir das hier oben ab. Durch. Und da haben wir dann hier einmal ein Stromkabel, der so ja sehr lang ist. Also mein Tisch ist 160. 160, fast die Hälfte, oder? Könnte die Hälfte sein. Also könnte die Hälfte sein. Also ich würde jetzt so grob tippen. Ja. Nee, Quatsch. Doch 160, ja. Und 230, also ich würde sagen 240. So, über den Daumen gepeilt. Oder ist mein Tisch kleiner? Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Habe ich noch ein. Muss ich mal nachmessen. So, Strom. Dann haben wir die Fernbedienung. Aber die kriegen wir hier nicht so einfach raus. Da muss ich gucken. FC und CE-Prüfzeichen drauf. So, und dann machen wir jetzt hier Batterien raus. Machen die Batterien rein. Da wo die Feder ist, ist unten, also ist der flache Pol. So. Haben wir hier irgendwas, was leuchtet? Nee, also leuchten tut es auf der Fernbedienung nicht. Aber meine LED-Kette kann ich jetzt damit steuern. Also an ist auf jeden Fall. Rot und lila kann ich wechseln. Mit rechts ist lila und mit unten ist rot. Ja, aber das passiert mir ständig. Das passiert mir ständig, dass irgendwelche Fernbedienungen darin funken und dass es dann halt anders ist. Ja, ach, hier unten im Blau haben wir auch. Lautlos ist blau, aber egal. Kommen wir jetzt erstmal zur Fernbedienung. Wir haben an, wir haben aus mit großen Tasten, sehr gut. Das ist verdammt gut, weil im Eifer des Gefechts oder so, wenn es schnell gehen muss, dann ist es gut, wenn man große Tasten hat und da nicht ewig suchen muss und alles schön beschriftet mit Rot und Grün und so. Hervorragend. Runter vom Tisch, runter. Und auf dem Beamer bzw. Projektor haben wir auch drei LEDs: Power, Temp, Lamp. Dann haben wir einen An- und Ausknopf mit einem schönen Druckknopf, Source, Echo Bank, hoch, runter, links, rechts und einen OK-Knopf, Back, Menü und Auto. Und zeige ich euch nochmal. Und hier vorne an der Lampe haben, also an der Birne, hier vorne steht auch 1080p. Der kann 1080p. Hier haben wir dann auch noch mal die Möglichkeit, die Lampe zu verstellen.
Und hier hinten haben wir auch nochmal was. Also wir haben hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Wir haben hier so ein Schiebeteil, seht ihr das? Weiter hier oben hin und her, was man hier hin und her schieben kann. Und hier kann man aber auch drehen, hier vorne. Also zwei Möglichkeiten. Ich denke mal für Entfernung und für. Achso, hier steht es auch dran, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Der hintere mit dem Pinöpel, der ist für Zoom und der vordere große ist für Fokus. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, sind wir mit dem Hardware-Video fertig. Ich muss jetzt gucken, was die Zeit sagt. Ich muss mich noch fertig machen für einen Termin in der Schule, beziehungsweise nicht in der Schule, das ist auf einem anderen Gelände. Meine Tochter hat nämlich, die haben dann in der Schule Zirkus geübt und da ist heute Auftritt. Und ich muss vorher noch eine Wanne und muss mir noch rasieren und will auch schick aussehen. So. Dann hoffe ich, dass es euch gefreut hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.